Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hand of Fate. Und ich schätze mal, heute ist der letzte Versuch. Danach, also der letzte richtige Versuch. Ich meine, wenn ich jetzt nochmal irgendwie richtig früh verkacke oder so, probieren wir es natürlich sofort nochmal. Aber ich glaube, wenn ich es heute nicht schaffe, dann stehe ich die Schwierigkeitsstufe einfach runter. Weil sonst ist halt, ich meine, sonst ist einfach übertrieben, weil ich meine, ich will jetzt auch nicht 100 Folgen vom gleichen Level machen. Und ich meine, wenn ich es einfach nicht schaffe, dann schaffe ich es halt auf der Schwierigkeitsstufe nicht. Das mache ich zwar wirklich extrem ungern, aber in dem Fall, weiß nicht, ich hab's. Ach, was? Na gut, Staubdame geht noch. Ja, Lava Golems. Ach Gott, Alter. Schon wieder nicht die. Was auf dem kleinen Schiff? Ach. Du Kacke. Das ist in der Tat nicht so gut. Oh, nein! Oh, lol. Ich hab Glück gehabt. Aua, aua, aua. Ah, müsst ihr vergessen, dass die Staubdame immer so krasse Kombi-Angriffe quasi macht. Auf jeden Fall das Ding da mal zerstören. Ja, irgendwas zerstören. Ja, Hauptsache es werden mal weniger Gegner. Einer ist tatsächlich mal weg. Noch einer. Ja, Hauptsache es werden weniger Gegner. Das ist immer sehr wichtig. Oh, aua. Scheiße. Irgendwie die Lautstärke? Ja, ich glaube, die Lautstärke ist irgendwie höher. Warte mal kurz, die Lautstärke irgendwie. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Fuck. Die Musik. Ja. Er ist echt extrem laut jetzt. Tötet euch gegenseitig, ihr Idioten. Ach du Scheiße. Ah, ich hab sie, glaube ich, tatsächlich getötet. Nee, hab ich nicht. Ah, die müssten jetzt eigentlich bald mal drauf gehen. Vor allem die Tante, wie oft die jetzt schon dem seine Feuerexplosion abbekommen hat, ohne Witz. Weißt du was, ich mach gleich mal einen Soundcheck, ob es nicht echt zu laut ist. Jetzt ist vorbei. Wartet mal, ich mach jetzt mal kurz einen Cut. So, erste Gewinnkarte ist das 10 Rationen und ja, ich habe es ein ganz kleines bisschen lauter. Es ist nicht wirklich zu laut, gell, aber es ist, ja, es hat mir jetzt schon ein bisschen gedröhnt. Ich mache es auf mein Netz natürlich leiser, klar, aber von der Lautstärke, es geht noch, aber schon, ist es schon recht laut, ja. Alter. Lol. Okay, die 25 Gesundheit ist eigentlich ziemlich schlecht, aber... Oh, okay, jetzt ist es sogar ziemlich gut. Jetzt können wir uns noch so ein bisschen Gold verdienen. Aber wenn wir jetzt richtig Glück haben und keine Goldverlustkarte bekommen, ja, dann könnte es sogar sein, dass wir jetzt tatsächlich mal die Chance haben, den Fluch tatsächlich loszubekommen. Wenn wir jetzt gerade, wenn das jetzt klappt, wir haben jetzt 75 Gold. Ja, 75 Gold bei der zweiten Karte. Also wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, dann müsste es eigentlich klappen. Deine Information für dich... Ah ja, genau, das haben wir ja schon mal gemacht, ne? Ah, genau, da habe ich doch den Fehlschlag gehabt, ne? Nevermind. Ja. 10 Max-Gesundheit, okay. Come on, wir brauchen Sachen zum Verkaufen, ja. Come on. Ja. Kommt jetzt noch eine gute Waffe, dann ist doppelt nice. Ah, rostige Axt, oder? Na, Schildbrecher. Okay, ist besser als unsere Axt. Ist ja im Endeffekt auch eine Axt. Ja, wobei ist wahrscheinlich eher so ein Kriegshammer. Vom Design her. Nice, die Level gefallen mir und es ist nice, dass es nicht der Priester ist, der Laden. Halle des Toten Königs.
Ziehe zwei Monsterkarten, zwei Schädel und zwei Staub. Easy. Your final challenge awaits you now. Eigentlich will ich hier gar keinen enormen Erfolg. Ich will einfach nur ganz normal kämpfen. Wenn ich einen enormen Erfolg... Oh mein Gott. Naja gut, okay, 20 Gesundheit verloren. Das ist tatsächlich nicht so schlimm. Aber es ist ein bisschen nervig, weil es ist die Karte, die hätten wir jetzt eigentlich beim nächsten vierten Zug bekommen. Minus 20 Gesundheit, was ziemlich nice gewesen wäre. Die haben wir jetzt einfach so quasi, ja, verschenkt, sage ich mal. Das ist tatsächlich ziemlich blöd. Ja, weil, also ihr wisst, was ich meine, weil der Verluststapel, die Karten sind in einer gewissen Reihenfolge und du ziehst ja immer die nächste. Und das heißt, wenn wir Pech haben, kriegen wir jetzt dann wieder so eine Kackkarte. 5 Max Gesundheit, nice. Komm, Gold, wir brauchen Gold. 13 Gold, okay. 88 Gold und 31 Rationen. Darlehen, oh ja. Gib ihm 40 Gold. Goldrückzahlung. 15 Gesundheit verlieren, nicht so schlimm. Laden braucht man nicht. Werden wir am Ende eh nur wieder überfallen, so wie letztes Mal. Die Echsenkuppel. Oh, die Pestdame nehmen wir auf keinen Fall. Das kannst du vergessen. Ohne Schild, ey, bin ich wahnsinnig. Das wäre direkt wieder Game Over. Aua. Warum fliegen da eigentlich die ganze Zeit solche Goldstückchen, wenn die sich bewegen, die Ratten? Oder nicht die ganze Zeit, aber oft. Wenn die sich bewegt haben, die kleinen, also die Nahkampfviecher, dann sind da immer so Goldstücken geflogen. Mal gucken, wer die nächsten Gegner sind. Noch 48 Gesundheit. 46, nehmen wir mal, ich habe aus irgendeinem Grund 2 Schaden bekommen, obwohl mich niemand angegriffen hat. Wahrscheinlich nochmal das Gift von den Viechern. 4 Gewinnkarten. Okay. 15 Max Gesundheit. Wir haben 110. Oh, come on, bitte Gold. 5 Gold. 15 Gold. 3 Rationen pro Segen. Also 6 Rationen. Na, wir verlassen diesen Ort. Okay, wir haben 68 Gold und kriegen noch das Darlehen zurück. Leinen los. Schon wieder das mit den Papieren, Alter. Da bin ich auch jedes Mal schon gescheitert. Erfolg. Genau, jetzt kommt die Zollabfertigung. Wie in Deutschland. A choice. Select your desire. Fehlschlag. Wieder nicht durch den Zoll gekommen. Schade. Und Verlustkarte, oder? Nee? Kommt gar keine mehr. Die dürfte jetzt gleich kommen. Auf halber Strecke greift der Fährmann dich an. Was ist in letzter Zeit los? Am Anfang ist uns das nie passiert, dass der uns einfach angreift. Aber mittlerweile, beziehungsweise in letzter Zeit, nicht mittlerweile, greift, wird uns, werden wir immer angegriffen hier. Wenn wir irgendwo hin wollen. Übrigens sehr cooles Design, finde ich, von dem Floß. Was ist das, was da im Wasser ist? Ist das ein riesiges Seil? Nice. Kein Leben verloren. Tatsächlich, die droppen. Ach, weil es das mit dem markierten Gegner ist. Jetzt check ich's. Das ist die Markierung. Eine Gewinnkarte, 3 Rationen, okay. Oh, hey, gratis. Ach, zum Glück nicht der Priester, wir haben nämlich noch nicht das Gold. 5 Gesundheit, nicht so schlimm. Ach, der lässt uns eh wieder nicht rein. Ja, du wirst es, die muss ich mal raustun, die Karte ist so schlecht. Die bringt uns halt gar nicht. Geh daran vorbei. Höhlenrettung. 2 Monsterkarten, 3 Staub und 4 Staub. Kein Problem für uns. Ist halt echt krass, dass wir jetzt 110 Maximalgesundheit haben.
wo wir schon so viele Verlustkarten hatten. Ja gut, so viele ist vielleicht falsche Formulierung. Also ultra viele waren es jetzt eigentlich auch gar nicht. Richtig fette Kombo gerade von 26. Jetzt machen wir nur noch so heftige Angriffe. Schade, jetzt haben wir sie verloren. Na geil, sind die eh fast alle tot. Und zack. Weg damit. Ich hätte es auf mein Leben nicht geachtet. Ich glaube, 4 oder 5 Leben verloren. Nicht so tragisch auf jeden Fall. 3 Gewinnkarten, 5 Max Gesundheit, nice. 40 Gold und eine Ausrüstung. Unheil der Untoten. Ja, nehmen wir trotzdem. Almosen 4. And claim my token. Ja, ich gebe ihm Rationen. Wir haben 34, ich gebe ihm jetzt mal 10. Da müssten wir eigentlich eine relativ... Alter, 50-50 bei 10 Rationen. Ach, das gibt's nicht, Alter. Untote, die den Spieler physisch angreifen, erleiden eventuell Selbstschaden. Jetzt müssten wir eigentlich auch bald... Erstens mal Verlustkarte, genau. Ach nein, jetzt ist... Genau, jetzt kommt unser Darlehen. 10 Gold... 15 Gold. 15 Gold. Also jetzt haben wir unsere 40. Naja, lol. Wir haben, unser Gold nur zurückbekommen. Das heißt, je mehr Gold du hast, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Gold kriegst, als du ihm gegeben hast. Ja, wir greifen natürlich an. Aber ja, wenn wir jetzt nur 40 Gold zurückbekommen, sonst kriegen wir eigentlich immer plus Gold. Bei 10 und 20 Darlehen, 10er und 20er Darlehen, kriegen wir eigentlich immer Plus. Das heißt, es ist, je höher, also je mehr Gold du hast, desto höher ist das Darlehen, das du dem gibst oder geben kannst, sag ich mal. Du musst es ja nicht machen. Aber ja, also... Dann kriegst du halt auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit Gewinn. Oder viel Gewinn. Verdammt. Scheiße, doppelt nicht ausgewichen. Das ist nicht gut. Oh, da habe ich jetzt Glück gehabt. Nicht in die Falle laufen, wenn es geht. Lol, ich war noch nie hier unten in dem Wasser. So, und... Dode und... Auch bitte nicht in die Sperrfalle laufen. Yes. Ja gut, so, ich hätte durch Dummheit 20 Leben verloren, aber naja, das ist jetzt nicht so tragisch, weil wir sind jetzt eh am Ende dieser Ebene. Aber bitte nicht diese Verlustkarte mit dem 30... 10 Max Gesundheit. 5 Max Gesundheit. Wir haben 130 Max Gesundheit. Jetzt verliere 10 Gesundheit, aber wir kriegen unsere Gesundheit nicht voll, weil wir die ganze Zeit kämpfen. Dammit. Der Ruf nach dem Priester. Wir haben nur 148 Gold. Gebeiner des Helden. Ja. Nehmen wir natürlich an. Yes. Und yes. Und wo landet die Bürde? Da drüben. Schade. Ah, Golem Angriffstrupp. Naja, mach mal. Ja, ist jetzt etwas ärgerlich. Weil wir jetzt in diesem Level tatsächlich die wirkliche Chance darauf hatten. Uns fehlen jetzt gerade mal 82 Gold, also... Oh mein Gott, really? Gesundheitsverlustkarte. 15, ach du Scheiße. Ey, ich hatte da glaube ich noch nie 130 Max Gesundheit. Und wir kriegen es einfach nicht, weil... Sonst sind wir immer bei Max Gesundheit eigentlich. Jetzt kriege ich es einfach nicht, weil ich permanent... Verlustkarten ziehe. Aber hey, ich habe gesagt, ich will keine Verlustkarten mit
Gold haben, kriege ich auch nicht. Stattdessen die ganze Zeit Gesundheit. Ah, fuck. Ist natürlich bitter, wenn man eine Falle ausweicht. 14 Leben verloren. Schade. 59 haben wir gerade. Und das Gold kann ich wieder nicht aufheben, weil es nur ein Gegner ist. Na, aber das sind die Rationen, die müssen wir uns natürlich holen, 5 Stück. Gehen jetzt trotzdem mal zum Laden. Es hat aber auch ehrlich 230. Ich finde es unverhältnismäßig. Aber das ist halt einfach das Besondere an dem Level. Segen kaufen könnten wir auch. Das ist halt auch das Unlogische. Segen kaufen kostet so wenig, aber Fluch entfernen kostet halt... Ah, 240 kostet sogar. Na gut, okay, ich will die Waffen aber gar nicht behalten. Da kriege ich ja einen weiteren Segen. Ja, ich finde es unverhältnismäßig, ja. Aber im Endeffekt... Also wir können jetzt innerhalb dieser Ebene wahrscheinlich niemals 92 Gold finden. Das heißt... Gucken wir mal... Doppelter Heilungseffekt bei Rationen des Kaufmanns und gut Äxte, weiß ich nicht, ob wir die benutzen, permanent, also jetzt aktuell benutzen wir tatsächlich keine, deswegen bringt uns das nicht so viel. Also mit doppelter Heilung durch Rationen ist, glaube ich, echt besser. So, Rückkehr des Helden, gibt das Schwert zurück und gibt das Schild zurück. Wenn ein Spieler aus mehreren Ausrüstungsgegnern... Ja, das habe ich halt... Ach, das ist... Ah, Moment mal, jetzt weiß ich es. Jetzt haben wir das ja doch schon oft gehabt. Wenn du Ausrüstungskarten ziehst, sind wir eine wehen, eine zum Gehen hast. Das hatten wir schon oft, aber wir hatten es noch nie, wenn wir diesen Segen hatten, konnten wir noch nie Ausrüstungskarten wehen. Das ist echt lächerlich. Reisender Heiler, reisender Juwelier. Gehen wir erstmal oben lang. Labyrinth der Fallen. Rein. Noch mehr Ausrüstung, noch mehr Segen. Brauchen eine extrem gute Vorbereitung für... Aua, das Endlevel. Fuck, das habe ich gar nicht gesehen. So, Überblick verschaffen hier. Die Kameraperspektive ist natürlich wieder mal nicht zu meinem Vorteil. Aber ich glaube, da hinten ist auf jeden Fall die Leiter. Ah, was? Ich war doch gar nicht drauf. Aua, what the fuck? Aua! Okay, jetzt habe ich echt 20 Leben komplett umsonst verloren. Oh nice, ich habe die Truhe gefunden. Zufällig. Ach du Scheiße, ich habe nicht eins von den beiden Golddingern bekommen. Oh Gott, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Weil es jetzt so richtig einfach eigentlich ist. Ey, das gibt's nicht. Oh Gott. So viel zum Thema, es ist richtig einfach. Alter, das kann nicht sein. Ich muss halt legit nur dahin laufen. Ich hab's nicht hinbekommen. Oh mein Gott. Alter, wenn wir jetzt in dem Labyrinth sterben, ne? Ich schwör's euch. Wo ist der Ausgang da drüben? Alter, ich habe 60 Leben verloren, ey. Ah, 3 Gewinnkarten. Glieder des Lebens drück ein. Unlike you, if you don't mind me saying. Ja, rüsten wir aber nicht aus. 3 Gold und 15 Gold. Oh Mist, wenn jetzt der Priester noch da wäre mit den ganzen Items, die wir verkaufen könnten, verliere 5 Rationen, nicht so schön. Altar und Wirtshauswette, ja, aber da gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Da ziehen wir ja 2 Verlustkarten dann. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum Kesselflicker gelangen. Rattenmenschenjagd. Ja, und wir brauchen jetzt echt mal ein bisschen Pestbube. Wir brauchen jetzt echt ein bisschen Leben. Wir haben nur 63 von 130. Wir sind nicht mal bei 50% Gesundheit. Ah! Das ist der, wo die ganze Zeit unausweichbare Angriffe macht. Der ist so nervig. Ey! Ich kann da nicht... Oh. Heilige Scheiße, wie nervig. Alter, der Typ. Okay, ich hasse ihn.
dass alle Bosse so nervig sein müssen, ohne Witz. Aber das ist nur... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weich halt aus! Ohne Scheiß, Alter. Ich habe nur noch 19 Leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, ist sehr hoch. Hä, wie kämpft man denn nochmal gegen den? Wie kämpft man gegen den? Man kann seine Angriffe nicht dodgen. Oh mein Gott. Ey, ich kann seine Angriffe nicht dodgen. Du kannst nicht ausweichen, what the fuck? Du kannst nichts gegen ihn machen. Ich kann ihn maximal einmal treffen, dann kann ich nicht ausweichen, ja. Ich habe noch 6 Leben. Alter, es ist so gut gelaufen. Das war eins der besten Level, also einer der besten Versuche, die wir bisher hatten. Wir haben 130 Max Gesundheit und jetzt scheitere ich dran. Außer ich mache es so, ich laufe hier durch und lasse ihn von den Pfeilfallen treffen. Und die treffen ihn natürlich nicht. Wegen dieser scheiß Kiste wird er nicht getroffen. Oh mein Gott. Sterbe ich wahrscheinlich. Oh. Die andere Kiste müsste noch kaputt gehen. Die blockt tatsächlich 2 von diesen Pfeilen ab, bei denen er genau steht natürlich. Oh mein Gott. Oh. Wo der Typ überhaupt ist. Jetzt hat er einen abbekommen, glaube ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe noch 2 Leben. Oh mein Gott. Aber wenn wir das hier lebend rausschaffen, dann... GG, würde ich sagen. Jetzt trefft ihn. Oh. Jetzt kommen die Pfeilfallen. Was ist denn mit den Pfeilfallen? Jetzt schießen die gar nicht mehr. Sind die leer? Können die leer sein? Oh mein Gott. Alter, es kann nicht sein. Wir hatten 130 Max Gesundheit. Und ich hab's geschafft zu verkacken, Alter. I'm afraid that is where this round ends. Alter, das war die beste Runde, die wir je... Aber ja, das ist es halt, ne? Ich habe die beste Runde, die man haben kann und verliere trotzdem. Also, das ist einfach das Zeichen, dass die Schwierigkeit runtergeschraubt werden muss. Ich weiß zwar nicht, warum es plötzlich so unglaublich schwer ist. Vor allem die Gegner, die wir vorher ja auch schon besiegt haben. Ich kann nicht die Gegner von der ersten Ebene. Ich kann nicht den Pestbube töten. Er ist nicht mal der stärkste Gegner von den Ratten und ich schaffe ihn nicht. Alter, holy moly, wirklich, ey. So, na, wir müssen auf den Lehrling zurück. Spieler ist im Kampf stärker, Gegner sind schwächer, einige Errungenschaften können nicht freigeschaltet werden. Ja gut, das wirkt uns jetzt nicht. Ah, und jetzt muss ich 2 Sachen entfernen hier. Ja gut, aber Unheil der Untoten brauchen wir nicht. Und... Große Helden der Verstärkung brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Und bei Begegnungen, ja, Geheimbund kann auf jeden Fall raus. Und was noch? Ja, Verirrten der Wüste kann auch raus. Tja, ich schäme mich. Ich muss wirklich zugeben, ich schäme mich. Das ist wirklich traurig. Da wird sehr viel mehr Positives plötzlich in das Ding gemischt. Alter. Und man startet mit 110 Leben, man startet mit 30 Rationen. Okay, man startet mit viel krasseren Sachen. Schutzengel, Leben der Standhaftigkeit. Atem der Standhaftigkeit. Ja. Alter, eine Ration für jede getötete Exe. Alles klar. Okay, als Lehrling kriegst du alles in den Arsch geschoben. Wenn ich es jetzt verkacke, dann ist wirklich traurig. Ach Mist, die Karte ist ja neu. Eines Tages erschien eine Gruppe von Magiern scheinbar aus dem Nichts belegt, die Stadt mit einem Fluch. Einige Männer und darunter mein Vater versuchten sie aufzuhalten. Doch es war hoffnungslos. Ihre magischen Schilde wehrten jeden Schlag ab, dann beschworen sie einen Hagel verzauberter Pfeile, die Fleischknochen und Organe unserer Männer durchdrungen. Wir mussten unser Dorf verlassen, bis heute hindert uns eine Horde der lebenden Toten daran zurückzukehren. Bitte deine Hilfe an. Du solltest du auch. Du kannst damit anfangen, unser Dorf zurückzukehren, die Untoten dort zu vertreiben. Ihre Zahl scheint endlos zu sein.
Rückkehr nach dem Tor. Wow, Untote. Wirtshauswette. Setze deinen Helm gegen sein Gold. Was soll was machen? Och, 50-50, ey. Unser Helm? Welchen Helm habe ich denn nochmal? Schon wieder ganz vergessen. Oh, 19. Ach, haben wir Schutzengel am Anfang bekommen? Okay, habe ich gar nicht... Scheiße. Jetzt haben wir unseren Helm verloren. Na, egal. Gibt Schlimmeres. Lehrling 1, neu. Im Krieg oder versuchst du nach einem Ort, wo du den Umgang mit einer Klinge lernen kannst, in einem nahen Wirtshaus bedrängst du einen Hauptmann der Wache, bis er einwilligt, dich mit seinen neuen Rekruten trainieren zu lassen. Am nächsten Morgen reißt du dich still neben den anderen Rekruten ein, während der Hauptmann sich bereit macht, zu euch zu sprechen. Behaltet eure Gegner im Auge, wartet, bis sie zuschlagen wollen und holt dann selbst zum Gegenschlag aus. Viermal Staub und Ausbildung. Gegenangriffe sind tödlich? Das heißt für mich jetzt... Hey, what the fuck? Ach nein, wenn ich konter, sterben die mit einem Schlag. Ach so. Das ist halt quasi, du sollst nicht gegen die kämpfen, sondern du sollst kontern lernen. Wow. Ach so, ich habe, glaube ich, noch nie im Lehrlingsmodus gespielt. Ich habe von Anfang an Standard gespielt. Das ist echt traurig. So. Okay, nach Dimtor. Du kehrst ins Dorf nieder, Dimtor. Zurück, das nun vom Weißen Rat verflucht ist. Eine geschwänzische Stille liegt über allem, als du durch die verlassenen Straßen wanderst. Auf dem Dorfplatz entdeckst du ein paar ungewöhnlicher Totems. Sie wurden aus Knochen gemacht und leuchten voll unnatürlicher Energie. Die untoten Knochen gefallener Dorfbewohner umkreisen sie in einer stillen Totenwache. Zwei Schädel. Ach, ich dachte Zombies, aber es sind Skelette. Ich dachte, wir kriegen nochmal neue Gegner. So wie den Lava-Golem. Den Lala-Golem. Oh, die werden hier die ganze Zeit noch neu beschworen. Das ist natürlich ungut. Ja, okay, zwei Skelette. Das ist ja mehr als easy. Das war's? Oh boy. Das ist echt... Das Gott, ich fühle mich so schlecht, aber ich habe jetzt so viele Versuche gemacht. Ich meine, ich weiß nicht, das wird sich ja dann auch wirklich gar keiner mehr anschauen. Du hast nichts ausgerichtet, Fremder, ruft eine alte Frau, während sie einen Sack voll Knochen zum Dorffriedhof zieht. Diese verhüllten Teufel werden wiederkommen, wenn sie davon hören. Nächstes Mal werden sie wahrscheinlich das ganze Dorf dem Erdboden gleich machen. Du hast uns alle dem Untergang geweiht. Hör nicht auf sie, meint ein junges Mädchen. Sie ist immer unleidlich. Danke, dass du unseren Toten zu ihrer letzten Ruhe verholfen hast. Doch, sie hat Unrecht. Nicht Unrecht, wenn du sie nicht aufhalten kannst, kehren sie wahrscheinlich zurück und töten uns alle. Beratung. Alter, willst du mich verarschen? Muss jetzt echt nochmal da zurückgehen. Verlustkarte. 30% Gesundheit verlieren. Jetzt reicht's dann aber langsam mal hier. Eines Abends sitzt du am Tisch des Bürgermeisters von Niederdimtor. Ihr diskutiert die Gefahr, die von den in der Nähe lebenden Zauberern ausgeht. Die Magiergilde versammelt sich stets im Wald in ihren hohen Turm, sagt der Bürgermeister mit einem Seufzen. So war es schon in den Tagen meines Großvaters und sogar davor. Ich sage nur, sich vor, die Magier zu besiegen. Ich bewundere deinen Tatendrang, mein Sohn, bezweifle nicht an deinem Geschick im Kampf, doch ganz so leicht ist das nicht. Wenn irgendetwas den Rat bedroht, verschwinden sie einfach zurück in ihren Turm und durch Magie verhindern sie, dass irgendwer seinen wahren Standort herausfinden kann. Keine Armee kann den Turm belagern oder ihn überhaupt erreichen. Frage nach dem Versorgungswagen. Das erledigt Tarin, der Händler. Erzählte mir einmal, dass er einfach in den Wald fährt und früher oder später scheint einer der Magier und lässt einfach den gesamten Wagen hinein durch Zauberei verschwinden. Du könntest ihn wohl bitten, dich zwischen seinen Waren zu verstecken. So könntest du in den Turm gelangen. Doch was dann? Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Ja, und dann töte ich sie alle, what the fuck? Und Fluch! RIP. Ja gut, ich würde fast sagen, ich cutte jetzt an dieser Stelle nochmal. Wobei, ein was gucken wir uns noch an, wie teuer es hier ist, den Fluch zu entfernen in Lehrlingsstufe. Ob das dann auch 240 kostet oder nicht. Ach, ich fühle mich aber echt so schlecht, dass ich jetzt die Schwierigkeit runtergestellt habe. Oh, doch, kostet auch 240 tatsächlich. Rache des Gebers im Kampf hat jeder sterbende Gegner eine Chance um 40% eine Bombe fallen zu lassen. Alter, aber für 23 Gold kann man den entfernen lassen. Das heißt, Gegenstand verkaufen.
Schild verkaufen. Haben wir 18 Gold. Okay, sonst haben wir aber leider nichts zu verkaufen. Schade, no. Schade, wir haben 5 Gold zu wenig, um den Fluch zu entfernen. Blöd. Na gut, aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.